Ja, schönen guten Tag zusammen. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Arbeit der CDU. Ich will Ihnen nach dieser arbeitsreichen Präsidiumssitzung gerne berichten. Es war eine Sitzung, die sich sehr um das Thema Europa drehte. Erstens haben wir als Präsidium sehr begrüßt die Antworten, die klaren Antworten von Annegret Kramp-Karrenbauer auf Präsident Emmanuel Macron, ihre klaren Forderungen für die Zukunft Europas und vor allem, wie man Europa richtig machen muss. Zweitens, wir haben über das Wahlprogramm gesprochen, das die beiden Generalsekretäre, sprich mein Kollege Markus Blume und ich, gemeinsam erarbeiten. Ein gemeinsames Wahlprogramm von CDU und CSU. An dieser Stelle mein Hinweis an Sie. Am 25. März werden wir das Wahlprogramm zur Europawahl als CDU und CSU durch die Parteivorstände beraten und dann beschließen, hier in Berlin und in München. Und ich möchte Sie an dieser Stelle auf einen weiteren Termin hinweisen, auf den 27. April. Dort findet der gemeinsame Wahlkampfauftakt zur Europawahl von CDU und CSU in Münster statt. Ferner hat bei dieser Sitzung auch die Frage von Fidesz und der EVP eine Rolle gespielt. Manfred Weber hat dazu das Notwendige gesagt und jetzt warten wir auf die Reaktion aus Budapest. Wir haben als Präsidium nicht nur zur Kenntnis genommen, dass zwei deutsche Journalisten aus der Türkei verwiesen wurden. Wir verurteilen das auf Schärfste und machen uns große Sorgen, wie es um die Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei bestellt ist. Soweit von mir und ich freue mich auf Ihre Fragen.